So, da sind wir wieder, Leute. Willkommen zurück zu Another Code Recollection. So, und wenn es euch gefällt, dann lasst doch ganz gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. So, zurück ins Foyer. Wir haben ja die Schlüssel gefunden. Also nur zurück zum Papa, nicht? Da ist ein Schloss an der Tür. Oh. Und sie kann sie aufschließen. Sehr gut. Tür ist offen. Na dann, ab ins Foyer. Ladevorgang. Klingt nach Cutscene. I wonder if Dad found Jessica. There he is. Bin ja nach wie vor skeptisch, was den Vater angeht, aber okay. Dad! Did you find Jessica? No, not yet. Surprise! Weil er auch gar nicht gesucht hat. Er weiß, wo sie ist. Er muss nicht suchen. More importantly, did you find the another keys? Ja. Sure did. Check it out. You found all three. Excellent work, Ashley. Oh, dieses Lächeln schon. Das ist Ben. Das ist nicht Ashleys Vater, das ist Ben. Wait. The keys. Now. Hey, Dad? Let's go look for Jessica first. We can go together. No, restarting another comes first. Give me the keys, Ashley. Die? Okay. Sag irgendwas. Die. Nicht schweigen, sag doch einfach was. So. Manu. But I wanted to ask you a few things first. Things? What things? I was so young when you left. I can't even remember you. I know nothing about you, Dad. I just like to talk. You know? Like we're a family. All right. But be quick. Oh. Okay. What should I ask first? I can't decide. There's too much. Jessica, another, this weird old mansion, and that newspaper article. Fangen wir an mit Jessica, weil das für uns ja das Wichtigste ist in dem Moment. Aren't you worried about Jessica? You said you'd go looking. I did. And I will find her. Once we've finished activating another. Es geht nur um das Another bei ihm. Fällt euch das auch mal auf? So we have the keys. But what is Another anyway? You said Another is something that might heal people? It is exactly that. And the secret of Another is that it alters memories. Äußerst gefährlich. Bleibt dabei. That's how it can heal people. By adjusting or removing painful memories. We could even cure PTSD. With this machine, we can read and write directly to the brain's neurology, like it's a hard drive. Wow, super. Übrigens ganz kurz, PTBS heißt posttraumatische Belastungsstörung. Das haben häufig Leute, die aus dem Krieg zum Beispiel zurückkommen. Oh, it's a waste of time explaining something you can't understand. Alter, was? Die ist kein kleines Kind, die ist nicht doof. Und die hat deine scheiß Schlüssel gefunden, die du nicht gefunden hast, Kollege. I don't understand the details, but it sounds amazing. Amazing. That's komm schon, Ashley, du musst auch langsam ein bisschen misstrauisch werden. So amazing that your mother dedicated her life to its research. Her life? She believed that another was. She believed it was worth protecting at all costs. Come along, Ashley. I'll show you another. It's a grand piece of work left behind by Sayoko. I don't know if I want to see it. Mama. Na dann reden wir mal, Mama. When I was hunting for the keys, I found this newspaper article. Article? What article? It says... Dad, it says you... What is it?
It says you're a suspect in Mom's murder. Oh. And just where did you find that? It was in a wallet I found in the dining hall. I see. It says you... The things in this article are just... Can you remember what happened that night? Sort of. I dream about it, but... Tell me about the dream. I'm 3 years old. I'm crying in a closet. And then someone says my name. Do you know who it is? No. That's always when the dream ends. I wasn't the one who shot her. Oh. That's... good? That you didn't do it. I mean, it's... I didn't know she'd been shot. But why? And who? Her murderer was never found. When all of this is over... Yes, what? When this is over, me and Jessica and you, we can go home. Together. Right? As long as we can complete another, yes. Hey, da hat er nichts anderes im Kopf, ne? What is it? I know another was an amazing achievement, and maybe it can help heal a lot of people. But... Another is the reason Mom was killed, right? I guess that freaks me out a bit. I just want to live a normal life with you, Dad. That's all. So let's go find Jessica and get off this island. All three of us. I think we need to prioritize finding Jessica over your experiments with another. She might be in trouble. Please, Dad? No! What? Ashley? Completing another was your mother's greatest wish. I can't leave this island without finishing our work. But Dad! I must finish another. Dad, forget about it! Another isn't as important to me as you! Please, just come home with me and Jessica! That's enough out of you! Why don't you listen to me? I don't have anything else. Another is all I have left. Oops. Ja, Ashley. Ich soll nicht langsam mal misstrauisch werden. Why don't you listen to me? To him. I'm sorry I yelled at you, but I need you to stop making more problems for me. Now give me the another keys. So will denn niemand reden, der einen extra auf diese Insel einlädt. Es sei denn, es ist eine Falle. Fine. Nein, nicht okay. I won't interrupt your time with another anymore. Here they are. Can't do your important research without them. Das war ein Fehler, Ashley. Dad? I need to go prep another for boot up. Stay here until I'm done with it. Am Arsch bleiben wir hier stehen. Kollege. Dad. He doesn't care about me or Jessica. He doesn't care at all. That man
He might be Richard Robbins, Jessica's brother, the person my mom married, but he's not my dad. Someone like that couldn't be. I don't want to be in this messed up place. I want to go home. I want to find Jessica and just go home. Hey, Dee, I remember Father. He was killed in this mansion. For real? Yes. In the Silver Bird Room. Deswegen wollte er auch nicht rein. Dee? Die Ereignisse überschlagen sich. Gott, das Spiel ist so schön. Und es gibt wirklich Menschen, die sich über ein paar schlechte Texturen aufregen. Habt ihr euch mal Pokémon angeguckt? Speichern? Ja. Der Pokémon sieht wirklich scheiße aus. Das hier ist ein richtig schöner Artstyle. Unfassbar manchmal, die Leute. Kapitel 4. Dies Gedächtnis. Und Kapitel 3 war echt kurz. Oder wir sind einfach verdammt gut durchgekommen. Kann auch sein. Kannst du die Tür von innen öffnen, Dee, dass wir auch reinkommen? Ach du Scheiße, da hat ja nicht mal einer aufgeräumt. Holy shit. Where are you, Dee? What did you remember? Den Mord an seinem Vater. He was killed. In the Silver Bird Room. Dee, what happened in the Silver Bird Room? I need to find Dee. Silver Bird Room. War das das mit dem Brunnen? Die ist unverschlossen. Huh. Zuvor ist er doch verschlossen. Ja, dann dein Vater. Vater hat sie geöffnet. Muss sie offen gelassen haben. Ja, aber du musst da ist der Brunnen. Oh, mein Schlee. Manchmal schaffst du mich schon so ein bisschen, ne? Und dir Zimmer, die Tür ist geschlossen, hier komme ich nicht mehr durch. Stimmt, wir müssen von unten rum. Ja, da war ja. I remember. Aber das war doch das mit dem Brunnen. Schlüssel im Brunnen. Oder nicht? Wir müssen erstmal irgendwie in den Gang kommen. Und dann wieder nach oben. Gut. Das Esszimmer. Oh. Klack, die Tür war gar nicht geöffnet. Oh. Ja, ich habe vergessen, die Tür. Ja, passiert. Okay, wo lang muss ich? Die Tür eigentlich öffnen? Foyer. Aber ach stimmt, da war eine andere Tür, ne? Richtig. Okay. Die Treppe führt nach unten zur Holztür. Die Tür ist verschlossen. Okay. Was für ein Raum ist das? Gut, also hier kommen wir auch nicht durch. Interessant. Und hier oben war dann der Raum mit dem Silbervogel, richtig? Der Silver Bird Room. Genau. This must be the Silver Bird Room. Won't open. Must be locked. Dee, are you in there? Call out if you can hear me. Guess not. But I really thought he would be. Maybe I can peek through the keyhole. I knew it. He is in there. Dee, it's me. Dee! He won't look at me. He's just staring at the floor.
Wahrscheinlich in komplettem Schockzustand gerade. What's going on with him? Why won't he just talk to me? Quasi im Schock starre. Something must have happened. What should I do? Rausgehen zum Brunnen und den Schlüssel holen. Maybe he remembered something really traumatic. Ja, genau deshalb. I need to get in there. Ja. But how can I get the door open? Habe ich ja gesagt. Where could the key be? Habe ich auch gerade gesagt. Das ist doch das gewesen mit dem Brunnen draußen. Ich bin doch der Depp. Also gut, vielleicht schon, aber das ist ein anderes Thema. das war hundertprozentig das mit dem Brunnen. Dazu müssen wir raus. Oder da runter. Habe ich einen Schlüssel, den ich das öffnen kann? Ich kann ja mal gucken, ob irgendein Schlüssel passt. Passt der Weg? Nee. Erst Westflügel, Sprossschlüssel leichter als die anderen Schlüssel. Kann ich mir den eigentlich mal ansehen? Da gibt es auch nichts Spannendes zu sehen an dem, ne? So. Ich habe aber noch einen. Der wird auch nicht klappen wahrscheinlich. Schlüssel zu Frannys Zimmer. Vielleicht der E-Schlüssel? Steht für East, also Osten. Nee, ich auch nicht. Kann ich den damit vielleicht öffnen? Ah, schade. Ja, sein können. Man muss ja alles mal ausprobieren, nicht? So. Hier ist verschlossen. Kacke, hier ist alles zu. Was ist denn das für ein Mist? Was soll denn das? Das ist ein Blödsinn hier. Geht es hier lang zum Foyer? Vielleicht kann ich die Tür von der Seite aus öffnen. Da ist ein Schloss an der Tür. Oh. Lack, Shortcut geöffnet. Sehr gut, dann gehen wir mal raus ins Foyer. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen den Schlüssel aus dem Brunnen. Wir haben ja mal gelesen, dass was in den Brunnen geworfen wurde. Steht die Tür übrigens auf. Ich habe keine große Wahl. Danke, ich wollte den Schlüssel im Hof finden. Ja, dann geht doch durch. Dankeschön. Der Brunnen, wie gesagt, ich erinnere mich. Wir haben schon gelesen. Also ich habe schon schönere Innenhöfe gesehen, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. This garden is seriously awesome. Look at all these flowers. Ja, die Blumen sind schön, aber die, weiß nicht, die ganzen Rundbeete da einfach so nebeneinander geklatscht. Hm. Has Dad been taking care of these or something? Nah, no way. He's too into his lab to take care of flowers. Nah. Was soll's, ist gerade auch nicht wichtig. Ich muss diesen Schlüssel finden. Ja, der Brunnen, wie gesagt. Das ist ein Springbrunnen. Oh, yeah. Im Brief von Frannys Mama stand etwas über einen Brunnen. Ich komme, die. Du hast denn Stand-Up-Comedy? Entschuldigung. Eine alte Anzeige Wasserdruck, funktioniert die noch? Keine Ahnung. Neben dem Brunnen befindet sich eine alte Anzeige Wasserdruck. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser ablassen, aber Springbrunnen. Das Wasser ist so schmutzig, es muss lange her sein, dass es abgeflossen ist. Also werde ich nicht nach dem Schlüssel suchen können. Ob es einen Weg gibt, das Wasser wieder sauber zu kriegen? Ich sollte mich rund um den Brunnen etwas umsehen. Sprinkler. Ich frage mich, ob der Sprinkler die Blumen bewässert. Mit Sicherheit, dann müssen wir das mal ankriegen. Und hier haben wir eine Hochsicherheitstür. Die Tür öffnet sich nicht. Das ist die einzige Metalltür, die ich bis jetzt gesehen habe. Die ist wohl später erst eingebaut worden. Vielleicht ist Papa hier durchgegangen. Das ist ja wahrscheinlich sogar. Noch ein Sprinkler. Da hinten ist ein Vogel. Hallo Vogel, kann ich mit dir interagieren oder haust du ab? Du haust ab, schade. Aber da ist ein Ventil. Nee, ist auch noch ein Sprinkler. Aber der hat so ein Ding drauf, haben die hier nicht? Das kann man drehen, schade. Wir müssen irgendwo wahrscheinlich irgendwas machen, um dann da irgendwas zu tun. Noch eine Tür. Kann ich die öffnen? Jawoll, damit können wir einen Shortcut zum Ostflügel öffnen. Klack. Sehr schön, brauchen wir jetzt aber nicht. Noch ein Vogel. Okay, was haben wir da so Spannendes liegen? Ein Leitungsventil. Was ist das denn? Da ist ein Hebel dran, also muss es doch vielleicht gut sein. Zieh den Hebel, Ashley. Am Rohr ist ein Hebel.
Dann zieh doch! Mädel, einfach mal ausprobieren, was soll schon schief gehen? Mehr, dass alles wie in Luft fliegt, kann ja nicht passieren. Ich muss noch Rätsel lösen. Boom! Oh. Rätsel gelöst. Ich merke jetzt erst, wie K.O. ich eigentlich bin. Diese Bank sieht schon sehr verlockend aus. Nein, ich muss zu die. Tür, Westflügel, Korridor. Da ist ein Schloss. Ja, dann mach's auf. Ich kann sie aufschließen. Klack. So, haben wir die auch offen. Jetzt können wir überall hin von hier aus. Haben wir einen zentralen Weg. Da hinten ist noch ein Rohr mit einem richtigen Ventil diesmal. Okay. Kannst du am Ventil drehen? Ein altes Ventil. Dreh doch am Ventil. Mann, oh, Ashley. Du stellst dich aber auch an manchmal, ne? Mhm. Ja. Okay. Gut. Oh. Ist diese Anzeige für Wasserdruck etwa für den Brunnen? Die Zahl auf der Anzeige sieht aus, als stünde sie auf 0. Lässt dieser Hebel bewegen? Wenn ich den bewegen kann, kommt vielleicht Wasser aus dem Brunnen. Zuerst sollte ich ihn mir mal genau ansehen. Ah, Rätsel, endlich. Griff! Vielleicht fließt das Wasser, wenn ich den Hebel betätige. Nö. Kein müder Tropfen. Ich frage mich, wie der Wasserdruck wohl ist. Dreh da mal hier dran rum. Komm. Dies ist bestimmt das Hauptventil. Das soll ich mir mal genauer ansehen. Ja, erstmal das Rohr. Ein altes Ventil, es fließt kein Wasser. Und Griff. Okay, drehen wir es. Was? Da kommt Wasser raus. Jawohl, ja. Und aber aus dem Brunnen kommt nichts. Ja, das war ja auch nur der erste Schritt, Ashley. Wir haben noch einen zweiten. Du weißt ja auch noch wo. Und zwar hier drüben. Löhebel. Ich wette, der ist nützlich. Zieh den Hebel. Klack. Jetzt aber, komm schon. Die Sprinkler sprühen kein Wasser mehr. War das jetzt gut oder schlecht? Der hat doch da hinten auch noch ein... Ne, der hat hier gar nichts gehabt, ne? Okay, der Sprinkler springt jetzt kein... Die hier sind jetzt aus. Aber warum? Es kommt kein Wasser aus dem Sprinkler. Ja, aber warum? Der Wasserdruck ist jetzt hier. Mach mal. Die Anzahl ist gestiegen, also kommt deshalb Wasser aus dem Brunnen. Klack. No good. Leider nicht. Wir müssen den Druck noch höher kriegen. Kann ich noch weiter am Ventil rumdrehen? Wir kriegen das hin. Ich schaue mich nochmal um, wenn jetzt da Wasser fließt. Ich habe da aber nur einen Sprinkler. Der Sprinkler lässt sich drehen. Einmal fix gedreht. Jetzt kommt hier kein Wasser mehr raus. Okay. Dann den anderen noch abdrehen. Weil die haben ja hier alle keinen Drehmechanismus, keinen Drehwurm. Der Druck ist noch weiter gestiegen. Okay. Drehen wir das hier noch ab und dann ja. Dieser hier hat auch einen Hebel. Ich sollte ihn mal ansehen. Einmal fix gedreht. Dreh, dreh, dreh. So. Jetzt kommt hier auch kein Wasser mehr raus. Jetzt haben wir also schon mal... Ja, mehr können wir nicht machen, weil sonst haben wir keine Ventile, die wir drehen können. Also muss das jetzt... Aber das reicht immer noch nicht, ne? Druck ist zwar höher, aber es geht noch nicht. Ja. Ja, das ist ein gutes Stück bewegt. Also vielleicht... Ich müssen wir das rote, oder? No good. Ich den jetzt wieder drehe. Ich versuch's mal.
Sollen Hebel bewegen. So. Dann haben wir hier wieder Wasser. Was hat denn jetzt verändert? Wir haben wieder weniger Wasserdruck jetzt. Wie können wir denn? Wir müssen den Druck ja erhöhen. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hingehen und die ganzen Dinger hier irgendwie ausschalten, ne? Ob ich die Sprinkler noch mal schließen soll? Vielleicht keine so schlechte Idee. Ey, da. Ist voll aufgedreht. Ich bin nicht gut in sowas, nicht? Merkt man vielleicht. Das ist ein Sprinkler. Ja, ist mir schon klar. Probier es nochmal. Jetzt sagt sie jetzt irgendwas anderes. Die Nadel auf der Anzeige ist bewegt, also als kein Wasser mehr kam. Vielleicht kommt Wasser aus dem Brunnen, ich den Wasserdruck weiter erhöhe. Also gut, ich sollte die anderen Sprinkler auch schließen. Ja, aber wie? Ashley. Wie schließen wir die denn jetzt? Das ist gerade meine spannende Frage. Das Ventil abdrehen willst du ja nicht. Das funktioniert nicht. Also wie drehe ich die jetzt ab? Wie kriege ich denn die jetzt ausgeschaltet hier? Die haben ja kein Rad zum Drehen. Ja, das ist ein Sprinkler, das sehe ich auch. Aber wie drehe ich die ab? Wie drehe ich die ab? Also den hier kann ich ja... Den kann ich ja hier einfach hier zack, bumm und dann ist da, sind die Sprinkler aus. Sind die hier zumindest aus. Aber für die anderen drei habe ich ja keinen Schalter. Hier ist ja kein Schalter zum Umlegen. Ich kann ja nur die aufdrehen. Das will ich ja aber nicht, weil ich muss ja Druck erzeugen. Stelle ich mich gerade wirklich so blöd an? Jetzt ist der Wasserdruck hier richtig hoch. Aber wie kriege ich die Dinger aus? Ah, da ist ein Schalter. Ich habe ihn gesehen. Leitungsventil. Der ist gut versteckt. Schön im Schatten von der Treppe. Probieren geht immer studieren. Klack. Sind die beiden aus. Die Sprinkler spülen kein Wasser mehr. Sind sie alle aus, oder nur die? Der ist noch an. Also muss für den noch irgendwo ein Schalter sein. Oh, verflucht, aber wo? Wo ist für den der Schalter, verdammt? Der andere war doch schon so scheiße versteckt. Da langt das vielleicht schon. Natürlich nicht, der muss auch noch ausgehen, aber wie? Wo ist der fucking Schalter für den hier? Da! Boah, Gott, ey. So. Lustige Schalterrätsel. Und nenne ich die Folge. Lustige Schalterrätsel. Die Sprinkler haben aufgehört zu sprühen. Kann ich auch schlecht einen Highlight-Clip dann für machen, für die Shorts, ne? Weil das ist ja alles ein großes Rätsel. Der Highlight-Clip ist dann schon das ganze Video. Wenn ich es wieder zum Fließen bringe, wird es vielleicht sauber und ich kann den Schlüssel wiederfinden. Ja, mach doch erstmal den... Ja, Griff. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt fließt ab, du blödes Wasser. Beziehungsweise fließt so. Ich hab's geschafft. Ich dachte, wir wollen das Dreckwasser erstmal ablassen. Ach, so funktioniert das hier. Oh Gott, Sternzeichen. Hölle, nein, ich habe keine Ahnung von Sternzeichen. Hätte doch gewusst, das Wasser wird davon wieder klar. Jetzt müsste ich Schlüssel doch sehen können. Achso, ich rede selber. Gut, dann halte ich die Klappe. Ich weiß das manchmal nicht. Springbrunnen. Schlüssel ist ziemlich klein, oder? Wo könnte er sein? Sternzeichen? Am Boden des Springbrunnens sind Symbole des Sternzeichen eingraviert. Ich habe eine ganz miese Befürchtung. Da ist der Schlüssel.
Aha, there you are. Wir mussten nichts mit Sternzeichen-Rätsel lösen. Jawohl, bestimmt im DS-Original war da ein Rätsel drin. Weil ich habe schon erfahren, dass viele Rätsel rausgenommen wurden, um den Fluss besser zu gestalten. Zweiter Sprossschlüssel. Es müsste auch der letzte Raum sein, den wir betreten können, außer den Keller, ne? Ja, und das Ding, logischerweise. Okay, Leute, wir haben eine halbe Stunde. Ich würde sagen, ich begebe mich mal zum Westflügel. Jawohl. Und wir begeben uns vor den Raum. Und dann geht es da in der nächsten Folge weiter direkt. Mit dies Erinnerung an den Mord an seinem Vater. Langsam aber sicher wird das hier richtig dramatisch und richtig, richtig düster. Seid ehrlich, das hat keiner von euch am Anfang erwartet, oder? In dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Es ist mir wie immer eine Freude gewesen. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit den Rätseln hier. Und ich habe mich nicht zu doof angestellt. Ah, die waren echt gut versteckt, die Schalter, muss man zugeben. Wirklich gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubse. Ciao.